Jetzt habe ich wieder einen Knaller für euch. Und zwar geht es eigentlich schlicht um eine Silvesteransage weitere, was ihr könnt machen. Aber ihr seht jetzt hier schon am ganzen Deko und an den Tieren. Wir sind von außen, wir sind im Elsass. Barbarella, du hast gerufen, wo sind wir angegangen und was läuft da? Tja, wir sind auf der altbekannten Quarter Farm in Altegg. Ganz eine tolle Location hier. Und ich habe das grosse Glück, dass ich hier schon mehrmals spielen durfte. Und jetzt wieder am Silvester, finde ich ganz toll. Gut, und dann habe ich hier nebenan Silvi. Und Silvi habe ich nicht gekannt, ich habe den ganzen Ort nicht gekannt. Silvi, erzähl doch mal, wie hängt das mit dieser ganzen Farm zusammen? Wie ist das alles zustande gekommen? Also die Farm ist ein Projekt, ein Familienprojekt. Ich habe einen Mann, der reitet, und die Söhne, die auch reitet. Und der eine, also der Mann macht mit den Rindern, die wir vielleicht vorher gesehen haben oder nachher werden sehen. Und der Sohn tut Reining machen, das ist Dressur. Für das braucht es die Grosshalle. Also wir haben auch eine grosse Halle, eine Rinderhalle und Kühe. Und ich tue Leintänzen. Und dann ist das fast naheliegend, Leintänzen. Wir haben hier jetzt einen wundervollen Salon. Hast du das selber so gestaltet? Ja, das haben wir also fast alles selber gemacht. Wir haben die Möbel von den Brockenhäusern zusammen gesammelt, weil eigentlich kann man nicht in die IKEA gehen und irgendwelche Tischwellen kaufen und dann sieht es aus wie ein Salon. Das ist einfach schlicht nicht möglich. Und auch bei diesen Restaurationsangeboten, die es gibt, die Tische, das passt einfach alles nicht. Und, ja, was macht ihr denn jetzt denn unter einem Jahr? Also jetzt am Silvester ist klar. Wie kann man hier die Räumlichkeiten nutzen? Also wir haben alle Monate sicher eine Country-Obig. Sei es mit einer Liveband oder vielmal kommt noch der Wölfli, der Wolfgang Imhof und seine Frau. Das ist meine Line-Dance-Teacherin. Und sie zeigt dann allen Leuten einen Tanz. Der Wölfli hat eine grosse Sammlung von CDs von Texas, was mir eben auch noch ziemlich am Herzen liegt, dass es nicht einfach abgespielt wird, immer alles, was man sonst auch überall hört, dass es ein bisschen speziell ist hier. So original. Und auch für jemanden, der jetzt nicht Line Dance, dass er einfach gute Musik hören kann. Man kann Billard spielen, hier nebenan hat es einen Billardtisch. Man kann töckeln, wenn die Kinder mitkommen, oder auch die Grossen haben das gerne. Man kann Darts machen. Also es ist nicht nur für die Line-Dancer. Und man kann sich hier an der Bar ein bisschen vertun. Wunderbar. Und dann habe ich mitgekriegt, die ein bisschen zu lang hier auf so einem Hocker hocken und vielleicht auch nicht mehr wegkommen, die haben sogar noch eine Übernachtungsmöglichkeit hier. Jetzt, Barbara, möchte ich aber gerne noch mal etwas zum Programm vom Silvester oben wissen. Wie ist das ganze Line-Up jetzt? Also es ist eigentlich so, es gibt etwas hervorragendes Essen natürlich, sowieso. Also das Essen kann man auch sehr empfehlen hier in dieser Location, nämlich ein Fondue Chinoise. Und das ist à discretion, kostet 90 Euro mit allem drum und dran. Und das finde ich wirklich einen super Preis. Und es hat sogar noch ein paar Plätze frei. Man könnte sich noch melden. Wir geben nachher dann noch Telefonnummern durch. Silvi, du hast gesagt, vor allem drum und dran. Was ist denn noch drum? Ja, drumherum hat es ganze Haufen. Also wir haben ein kleines Showprogramm zusammengestellt am Silvester. Also klein, jetzt übertreibt sie oder untertreibt sie. Es ist so eine Liste, habe ich gesehen. Es liegt da. Wunderbar, eine lange Liste ist immer gut. Wir haben Barbarella West im Duo, dritte Kopf diesmal. Und dann komme ich mit den Appetizer. Das sind zwei Girls, die ABBA-Songs machen. Wir machen Bee Gees, Elton John, Diana Ross, Supreme-Songs. Und auch ein bisschen ein Stern und Herzilein, Schatzilein. Einfach allem ein bisschen. Einfach ein bisschen Partystimmung. Dann haben wir noch zwei, die Jive tanzen, ein Showprogramm machen. Christine Imhof macht Line-Dance-Lesson, so ein bisschen for everyone, für Leute, die eigentlich das erste Mal ein bisschen Line-Dance machen. Und es sind nicht nur Line-Dance oder Country-Leute hier, sondern es hat auch so den ganzen normalen. Das ist Barbarella live. Ich unterbrich das jetzt, ihr seht das alles unten einblendet und galoppiere aber mit dir gerade weiter in Zukunft. Genau. Wie fängst du das Jahr an? Was steht bei dir als erstes an? Als erstes steht schon wieder an, dass ich am 4. Januar in Basel im Zickzack
Zickzack bis. Zickzack ist Richtung Allschwil raus. Dort darf ich mit ganzen Haufen von meinen Musikerfreunden das neue Jahr beginnen. Und zwar machen wir dort eine Brunch. Am 10 Uhr morgen fängt das Ganze an, bis ca. am 13 Uhr Mittag. Und auch dort gibt es ganz viele Künstler, Tanz. Also so wie ich Barbara kenne, hat sie so eine Liste erstellt und bietet wie eigentlich immer wirklich ein super gutes Programm. Also, da haben alles eingeblendet gesehen. Ich denke, das ist nochmal ein ganz spezieller Tipp. Und wer noch nichts auf dem Programm hat, die Ausfahrt hier auf Altenk wird sich lohnen. Und ab die Woche!